Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen weiteren Ausgabe von Andis Kinoblog. Ja, ich habe einige Zuschriften bekommen in den letzten Tagen über YouTube, private E-Mails, ob ich denn nicht mal noch ein bisschen weiter den neuen Onkyo-Verstärker 727 vorstellen könnte. Und da ich natürlich jetzt alles konfiguriert habe und eingebaut habe und mein komplettes Boxensystem angeschlossen habe, was natürlich auch am Anfang sehr viel Arbeit war, möchte ich euch jetzt mal so ein bisschen den Onkyo etwas näher bringen. Also ich konnte den jetzt schon seit einigen Tagen testen und ich muss sagen, das Ding ist wirklich, wirklich geil. Vor allen Dingen, wenn man eine richtig gute Soundanlage hat bzw. Lautsprecher, bringt dieser Verstärker bzw. Onkyo Receiver die Töne wirklich so rüber, wie sie sind. Aber dazu kommen wir gleich. Wenn ihr schon seht, haben wir da wirklich ein außerordentliches Design und da sind viele Sachen am Leuchten. Und auf der linken Seite, wenn ich da mal rangehe, könnt ihr schon sehen, dass wir hier eine Wi-Fi-Verbindung haben. Also das heißt, Wireless LAN ist integriert natürlich und ist auch an. Ja, das heißt, dieser Receiver hat absolut die Verbindung jetzt zum Internet und kann sich dort beliebig Updates ziehen. Oder man hat natürlich die Möglichkeit im Menü Internetradio zu hören oder einige andere Gadgets aufzurufen. Aber das werde ich euch gleich noch alles in Ruhe zeigen. Ja, ansonsten ist mehr oder weniger die Anzeige diesmal bei dem Receiver sehr spartanisch gehalten. Was sehr schön ist, ist natürlich der Lautstärkeregler, den man hier komplett beleuchtet hat. Nicht so wie bei den alten Serien, der nur so ein Viertel und dann blau geleuchtet hat. Man kann die Beleuchtung aber auch komplett abschalten bei diesem Verstärker. Was ich sehr, sehr geil finde, ist, dass wir, wie gesagt, eine TRX-Zertifizierung hier haben. Und ich möchte euch mal kurz einmal den Sound für Indiana Jones, gerade was das Thema TRX bedeutet, einmal demonstrieren. Und dafür starte ich einmal kurz den Film, um mal zu hören, wie die Soundqualität dann ist oder wie das aussieht, wenn man TRX zuschaltet. Ich versuche mal ein bisschen näher ran zu zoomen. Ich hoffe, das geht noch einigermaßen mit der Schärfe. So, ich starte jetzt mal den Film und schalte auch gleich TRX Cinema zu. Ihr seht das. Der Sound ist also Wahnsinn. Ich mach's noch mal gerne zurück. Also wie ihr sehen könnt, ist das vom Soundfeeling her der Hammer. Ich weiß nicht, ob das über die Lautsprecher bzw. über das Soundsystem hier von dieser Kamera so krass rüberkommt. Aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, dass man auch ein gutes Soundergebnis nur mit auch einem guten Blu-ray-Player bekommt. Wenn ihr mal schaut, ich habe hier momentan den 3D Blu-ray-Player. Ich hoffe, es kann es ranzoomen. Den 790 kostet so um die 200 Euro und ist momentan so von Sony das absolute Flaggschiff. Also der hat auch dieses 4K Upscaling oder wie das heißt, ist möglich. Genauso wie auch natürlich der Receiver. Und das, was ich leider noch nicht habe, ist dieses 4K, also ein Fernseh-TV oder ein TV, was dieses 4K unterstützt. Da habe ich leider noch ein etwas älteres Modell, aber das habe ich auch erst vor zweieinhalb Jahren gekauft. Aber mir deswegen jetzt einen neuen Fernseher zu kaufen, wäre in meinen Augen uninteressant. Ja, der Onkyo Verstärker hat natürlich etwas an Design gewonnen. Also ich finde das neue Design von diesen Verstärkern absolut toll. Sieht auch wirklich sehr gut aus. Man hat das also auch, das Metall ist schön schwarz gebürstet. Natürlich gibt es dieses Modell auch noch in Silber. Und da ich aber alle meine Sachen in Schwarz habe, wollte ich natürlich nicht jetzt noch einen silbernen hier reinstellen. Ist aber vom Preis her genau der gleiche. Normalerweise sind die silbernen meistens immer teurer. Ist aber hier nicht der Fall.
Wir haben bei diesem Verstärker eine etwas, also man darf jetzt nicht, nur weil ich den 708 mal hatte, nicht davon ausgehen, dass das hier ein Nachfolger ist. Das sind keine Nachfolgemodelle laut Onkyo, sondern das sind komplett, ist eine komplett neue Serie. Und bei dieser Serie hat man halt etwas mehr am Display-Design gespart. Das heißt, bei dem alten Verstärker, den ich hatte, oder auch bei den ganz teureren jetzt, sieht man natürlich noch virtuell Boxen, die eingeblendet sind, und es wird angezeigt, welche Boxen oder Lautsprecher gerade aktiv sind. Das hat man sich hier gespart. Das macht man jetzt hier über eine sogenannte Display-Taste, und hier kann man draufklicken. Ihr seht schon direkt, dass dann das THX Cinema aktiviert ist. Ja? Und wenn man einmal weiter drückt, sieht man, mit wie viel Pixel gerade diese Blu-ray arbeitet, also Full HD. Und ja, springt dann wieder zurück auf den Channel. Und wenn der Film natürlich läuft, das zeige ich euch jetzt, ich mache aber einmal kurz die Lautstärke runter, kann man dann anhand von dieser Display-Eingabe sehen. Ich werde mal hochfahren. Und kann euch dann damit zeigen, wenn man jetzt hier auf eine sogenannte Q-Taste drückt, zum Beispiel, dass man das direkt im Fernsehen sehen möchte, hat man hier die Möglichkeit, auf Informationen zu gehen. Und hier seht ihr schon, welches Audiosignal gerade oben über HDMI 1 läuft. Und dass wir hier in einem 48 kHz Bereich liegen, was ich natürlich sehr, sehr cool finde. Wir können das Ganze natürlich noch auf Video umschalten. Dann sehen wir jetzt genau über Input HDMI 1 1920x1080p 24 Hertz, dass jetzt hier wirklich eine Full HD, also Blu-ray, läuft. Und somit sind wir auch sicher, oder können wir auch immer wieder verfolgen, dass wir hier jetzt gerade eine Blu-ray abspielen. Ja, man hat natürlich hier noch die Möglichkeit, einen sogenannten Wiedergabemodus einzustellen. Mache ich aber nicht, weil ich mache die sogenannte Direktkodierung, was bedeutet, dass die Originalkodierung von diesem von der Blu-ray über den Verstärker bzw. Receiver genommen wird und auch diese Tonausgabe erfolgt, die auf der Blu-ray eingespeichert ist, weil man kann ja noch mehrere Soundmodus hier einschalten. Und hier auch bei dem Videomodus habe ich auf Automatik stehen, wie ihr das seht. Ne? Also man hat hier die Möglichkeit, auf diesen Videomodus zu gehen. Und hier drunter hat man noch Bildmodus. Und da kann man noch mehrere Bildmodifikationen einstellen. Man hat zum Beispiel, kann erstens mal eigene Einstellungen machen. Wenn ich jetzt bestätige, kommt ein Menü. Da kann ich meine eigenen Einstellungen machen. Man hat die Möglichkeit, Cinema einzustellen. Hier verändern sich Farbtöne und Herzbereiche. Dann zum Beispiel den Game-Modus. Man sieht schon direkt, die Farbe wurde etwas anders. Dann Standard und Überbrückt. Überbrückt ist eigentlich ein Durchschleifen, und das empfehle ich jedem, der diesen Verstärker nutzt, dass man genau das Original-Bildsignal wiedergeben soll, was auch die Blu-ray abspielt. Alles andere ist ja nicht mehr in der Realität und hat somit für mich auch den Wirkungsgrad verloren. Dieses Menü ist wirklich nur hier im Display-Bereich einzustellen. Das heißt, man kann das nur hier auf dem Fernseher einstellen. Und somit hat man, wie gesagt, einige grafische Details vom Verstärker weggelassen, beziehungsweise vom Receiver, sodass man wirklich das alles nur übers Fernsehen einstellen kann. Ob das jetzt gut ist, besser ist wie damals bei den etwas oder wie bei diesen Vorgängermodellen, ist die Frage. Aber bisher stört mich das nicht. Ich finde es sogar sehr angenehm und bin nicht immer auf der, also auf dieser Seite, dass ich immer auf den Verstärker während dem Film gucken muss. Und so weiß ich auch, was läuft. Und wenn ich es einmal eingestellt habe, dann läuft das eigentlich. Ne? Man hat hier nochmal die Möglichkeit, den Bass der Komplettlautsprecher einzustellen, die Höhen, Phase Matching Bass, das heißt, gerade im THX-Bereich wird der Bass nochmal oder der Subwoofer, die ganzen Bässe hier so eingestellt, dass wirklich auch etwas tiefere Frequenzen zur Geltung kommen, dass er nicht einfach nur am Brummen ist,
Hier hat man die Möglichkeit, den Subwooferpegel nochmal einzustellen. Die Mittelpegel, Audacity-System, was ich momentan nicht nutze, weil es bei mir ausgeschaltet ist. Und Dynamic Equalizer und Dynamic Volumen. Also wenn man diese Sachen einschaltet, hat mich persönlich gestört, dass man hier oder dass ich die Meinung oder der Meinung war, dass das Soundbild der Blu-ray etwas verfälscht wurde. Und manche Leute stehen da drauf, aber ich möchte wirklich den Sound auf der Blu-ray haben, der auch drauf ist, und ich möchte nicht noch irgendwelche Effekte drüber legen. Ja, ich zeige euch mal eine kleine Szene, wie sich das dann im Film anhört von Star Wars. Und ist immer so eine kleine Szene, die ich gerne mal den Leuten demonstriere, weil die wirklich sehr effektvoll ist. Und da schalten wir natürlich auch hier, weil es Star Wars, der erste Teil ist ja natürlich alle Star Wars Geschichten, sind hier in THX-Zertifizierung. Dass THX nur eine Lizenzsache ist, ist nicht so ganz richtig. Hier ist ein THX-Soundchip drin. Und wenn ich THX zuschalte, werden meine Boxen oder Lautsprecherfrequenzen komplett anders. Und meine Background-Lautsprecher schalten sich dazu. Da kann ich nichts gegen tun. Was auf jeden Fall ein Zeichen ist, dass es nicht nur eine Lizenzsache ist, wie viele Leute meiner Meinung nach behaupten. Ich schalte jetzt einfach mal THX zu. Es ist sogar noch drin. Und mach mal laut, dann könnt ihr mal hören. Roger, Bravo Leader. Roger, Bravo Leader. Ruhig, ganz ruhig. Ja, wie ihr hören könnt, ich hoffe, das ist nicht zu verzerrt, weil, wie gesagt, das ist absolut der Hammer. Und gerade auf diesem 55-Bild oder 55-Zoll-Bildschirm kommt natürlich gerade in Full HD solche Filme extrem geil und krass rüber. Ja, um jetzt nochmal weiter auf den Verstärker einzugehen, wir haben natürlich noch ein Main-Menü. Wenn wir in dieses Main-Menü reingehen, dann müssen wir natürlich die Home-Taste drücken, und wir haben hier eine komplett neue grafische Oberfläche, die sonst bei Onkyo-Verstärkern eigentlich nicht war. Also man hat hier die Möglichkeit, einmal die Einstellungen, Insta, Preview, da können wir, was das genau ist, weiß ich noch nicht, das habe ich noch nicht so 100% durch. Aber hier haben wir zum Beispiel das Firmware-Update, was wir jetzt auch über Wireless LAN endlich betreiben können. Und hier haben wir Netzwerkservice, da können wir auf gewisse Musiksender zum Beispiel oder Internetdienste zugreifen. Man hat natürlich auch die Möglichkeit, das komplette Ding hier über Bluetooth zu steuern. Das heißt, man kann sich die App runterziehen, Android oder ich glaube auch von Apple gibt es die App. Und dann kann man hier den kompletten Verstärker inklusive Fernseher mit dieser App komplett steuern. Lautstärke, Programme und so weiter und so fort. Also das Ding ist schon wirklich vielfältig und in der Preis-Leistungsklasse auf jeden Fall absolut der Hammer.
Und wer hier sagt, das ist nicht High-End, also dem kann ich nur widersprechen, das ist für mich schon High-End. Man darf nicht vergessen, ich bin jemand zum Beispiel, der immer mit der Zukunft geht. Und wenn ein Gerät natürlich irgendwann mal außer Mode ist, dann bin ich jemand, der irgendwann nach 4, 5 Jahren auch so ein Gerät dann verkauft und sich natürlich auch ein neues Gerät holt. Daher sehe ich es auch nicht ein, ein Gerät für 1500 Euro zu kaufen, dann bleibe ich unter 1000 Euro, dann habe ich auf jeden Fall was davon und so ist für mich gewährleistet, dass ich mir sehr oft neue Geräte kaufen kann und auch immer wieder auf dem neuesten Stand der Technik bin, was ich sehr geil finde. Ja, wir gehen einfach mal in die Einstellungen rein und hier könnt ihr schon sehen, dass hier die Master-Einstellungen gemacht werden. Wir haben hier oben den Ein- und Ausgangszuordnung, hier wird HDMI zugesprochen. Also das ist mit dem Menü zum Einrichten sehr simpel gemacht. Wenn man den Verstärker oder den Receiver auch das erste Mal startet und bevor man den eingeschaltet hat und startet und eingerichtet hat, wird sogar eine Automatisation gestartet und dieses Gerät wird dann automatisch sogar eingerichtet. Man muss natürlich immer die Schritte bestätigen. Ja, das finde ich sehr geil. Man muss also nicht mehr viel machen. Hier hat man die Lautsprecherkonfiguration. Das ist mehr oder weniger so geblieben wie bei den alten Onkyos. 6 Ohm eingestellt, Boxentyp normal. Man hat natürlich auch die Möglichkeit Biampere, dass man dann halt an einer Box oder an einem Lautsprecher zwei Kabel mit zwei Phasen. Natürlich die Zone 2 Verstärkung ist ganz klar. Lautsprecherkonfiguration. Da kann man über dieses Audacity-Programm mit einem Mikrofon die genaue Sache hier gucken, wie viel man hier an Sound hat, beziehungsweise die Frequenzen und so weiter und so fort. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ja, über dieses sogenannte Audacity-Mikrofon kann man dann, wie ich schon sagte, eben die Messwerte oder der Verstärker bzw. Receiver holt sich dann die eigenen Messwerte. Und wie ihr hier schon auf dem Bild sehen könnt, verfüge ich natürlich über einen 7.1. Also wir haben hier 7 Lautsprecher inklusive einem Subwoofer. Das 7.2 System wären auch 7 Lautsprecher plus 2 Subwoofer. Deswegen dieses 7.1 oder .2. Also wie gesagt, ich verfüge über 2 Frontlautsprecher, einen Center Speaker und dann habe ich 2 Surroundboxen und 2 Back Surroundboxen. Und dieses Audacity-Mikrofon misst dann anhand eines Pegelsignals die Lautsprecher ein, berechnet den Abstand und auch die Frequenzen, also den Herzbereich. Und somit habe ich eigentlich schon das komplette Boxensystem komplett eingestellt. Sehr einfach, dauert höchstens 5 Minuten und er rechnet auch den Wert. Daran sehe ich, wie hier, dass zum Beispiel die linke linke Frontlautsprecher und der rechte genau 2,70 Meter von mir entfernt sind und somit auch wirklich habe ich beide Lautsprecher hundertprozentig ausgerichtet. Ne? Hier unterscheiden sich ein bisschen die Werte, liegt aber daran, dass mein Sofa mit den Surround- und Back-Surround-Lautsprechern nicht ganz so hundertprozentig mittig zum Fernseher steht, weil ich hier noch so eine kleine tragende Säule in meinem Zimmer bzw. meinem Wohnzimmer habe, wo ich leider nicht drum rumkomme. Natürlich hat man hier die Möglichkeit, wie ihr das schon hört, kalibrieren. Das macht natürlich das System aber selber, um die Lautstärke nochmal anzuheben und so weiter und so fort. Hier haben wir eine Equalizer-Einstellung. Equalizer habe ich auf aus, brauche ich nicht. Und dann hat man hier natürlich noch die Möglichkeit, die Surround-Boxen für THX-Audio-Setup zu machen mit einer Loudness-Angabe und einem THX Ultra 2 Select Subwoofer, den ich aber nicht habe. Ich habe also keinen THX Ultra 2 Select Subwoofer. Die sind auch sehr teuer, kosten über 1500 Euro. Die einzige Firma, wo ich jetzt weiß, die diese Subwoofer und überhaupt eine diese komplett Ultra 2 THX Lautsprecher herstellen, ist die Firma Teufel. Die ist auch sehr bekannt dafür. Teufel-Lautsprecher, gerade im THX-Bereich, machen die einiges. Und es sind auch meiner Meinung nach, außer Logitech, noch die einzigen mit auf der Markt, die THX-Zertifizierung bekommen. Die sind dafür auch ausgelegt. Ja, dann haben wir hier natürlich noch ein kleines Mischpult. Hier kann man verschiedene Klangeinstellungen machen. Wir haben hier das Eingangs-Setup, hier kann man die Eingangssignale ändern und so weiter und so fort. Also ich werde jetzt nicht komplett auf das komplette Menü hier eingehen, weil es ist einfach zu vielfältig. Ich wollte euch einfach nur
jetzt mal gerade im Groben den wunderbaren Verstärker zeigen. Und wie gesagt, in der Sache optimale Klangtechnik kann ich einfach nur wirklich sagen, absolut geil. Dieser Verstärker bzw. Receiver hat mich total überzeugt und ich kann nur jedem raten, wenn sich jemand einen solchen Verstärker oder Receiver leisten möchte, das unbedingt zu machen. Ich werde jetzt noch mal kurz zeigen, vielleicht können ja noch mal die Modis sehen, die dann laufen. Ihr seht schon, dass natürlich, wenn man das hier mal einschaltet, dass der Film in DTS HD Master 5.1 die Originaltonspur läuft, könnt ihr schon sehen. Und oben haben wir natürlich auch das rote DTS-Zeichen. Wenn wir jetzt natürlich das THX hinzufügen, wird THX noch hinzugefügt. Und ihr seht, THX ist an, inklusive das DTS HD Master Audio 5.1. Also es wird dadurch unterstützt und sieht wirklich oder hört sich super geil an. Ja, mein Fazit ganz klar. Ich sage ja zu dem Onkyo 700, muss zurückzoomen. 727 ist auf jeden Fall in der Preis-Leistungsklasse absolut ein High-End-Gerät und kann ich nur jedem wärmstens empfehlen. Und ich freue mich, dass ich mir diesen Receiver gekauft habe, kann den wirklich euch nahelegen. Er kostet derzeit 800 Euro, ich denke mal in den nächsten Monaten wird er auch noch ein bisschen preiswerter werden. Aber Onkyo hat ja sowieso schon angekündigt, dass bei diesen neuen Receivern die Preise nicht wirklich stark schwanken werden. Also wenn man mal Glück hat, irgendwo im Internet das Ding etwas preiswerter zu bekommen, der hat vielleicht dann noch Glück und ja, würde ich euch natürlich gönnen. Aber ich wollte nicht mehr warten, weil meinen alten Verstärker bzw. Receiver habe ich verkauft und bin jetzt hiermit wirklich froh. Und vor allen Dingen das Durchschleifen von der Bildqualität ist wirklich 1A und kann das wirklich jedem empfehlen und daher definitiv Daumen hoch zu den neuen Onkyo. Und wie gesagt, der nächste da drüber wäre der, ich glaube der 828 oder 827, hat eigentlich nur ein paar mehr Ausgänge, muss man nicht unbedingt haben. Dafür 1400 Euro zu zahlen oder 1200 ist wirklich zu viel. Steht in keiner Relation, deswegen ganz klar zum 727. Ja, ich hoffe, euch hat mein kleines Sound- oder Einstellungsvideo gefallen. Ich bin jetzt leider nicht wirklich der technische oder Technik-Freak. Der eine oder andere mag vielleicht noch Informationen brauchen über Frequenzen, aber das ist für mich alles irrelevant, weil damit kann ich euch nicht dienen. Da bin ich leider nicht so tief in der Materie drin, dass ich euch da wirklich helfen kann oder noch eine Auskunft geben kann. Ansonsten geht doch einfach auf die Seite www.onkyo.de und ladet euch einfach mal dort die Bedienungsanleitung von dem Gerät beziehungsweise über Adobe runter. Könnt ihr ja über Flash oder was weiß ich gucken. Also man kann die Bedienungsanleitung ja da downloaden und könnt euch dann noch weitere technische Details angucken. Wie gesagt, ich sage ganz klar, dieser Onkyo ist super und ja, das war's von mir. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns bei meinem nächsten Unboxing. Haut rein, euer Andi von Andis Kinoblog. Ciao, macht's gut.